Ciao zusammen und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Endlich stehen wir in Gridanien, um unsere Nachricht zu überbringen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wo komme ich denn hier raus? Ah, ich muss erst mit ihm quatschen. Ah, du musst die Gesandte aus Limsalominsa sein. Willkommen in unserer friedvollen Waldstadt. Die älteste Saatseherin erwartet dich bereits. Ah, so geht das, genau. Du bist die Gesandte aus Limsalominsa. Willkommen in Gridania. Kane Senna erwartet dich schon am Wasserrosentisch. Ich soll dir behilflich sein, falls du den Weg nicht weißt. Du musst zu Nopikas Altar in Alt-Gridania. Dort wartet eine Druidin, die dich zur Saatseherin vorlassen wird. Okay. Ein Hexenstübchen. Ach, wie habe ich euch vermisst. Oh ja, oh ja, oh ja. Hallo. Jetzt gehen wir erstmal harmonisieren. So, gut. Alt-Gridania. Also wir müssen natürlich jetzt zu Fuß gehen. Bäu, 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 bäu. Alte Heimat, wie schön. Wo müssen wir genau hin? Jetzt muss ich auch kurz schauen. Wo steht denn die? Hä? Ah, hier unten. Okay. Ah, ich mag die Stadt einfach. Es ist unglaublich. So, dich nehmen wir auch gleich mit. Wahrscheinlich brauchen wir dich dann noch. Guten Tag. Post haben wir keine. Dann haben wir dich noch. Hi, bist im Rock. Wir harmonisieren erst und dann werden wir gucken, was sie uns zu erzählen hat. Und dann müssen wir noch nach Ulda, glaube ich. Hallo. Du bist die Gesandte aus Limsalominsa. Darf ich dich bitten, das Dokument vorzulegen, das du unserer Staatsseherin zu übergeben gedenkst? Ja, bitteschön. In der Tat, das ist das Siegel des Admirals. Bitte komm weiter. Gegrüßt, Gesandte aus Limsalominsa. Als Abenteurerin hast du es offensichtlich weit gebracht. Admiral Merwip muss dir großes Vertrauen entgegenbringen. Tritt näher. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Kane Senna.
Ich führe die Bruderschaft der Morgenrieber, die staatliche Gesellschaft Gridanias. Welche Botschaft bringst du von Admiral Lerwip? Eine Gedenkfeier für die Gefallenen der Schlacht von Châteauneau. Dass nun schon 5 Jahre verstrichen sind und der Schmerz noch immer kaum verklungen ist. Alles begann, als die Galear auf die Idee verfielen, die ganze Welt müsse sich ihrer Herrschaft beugen. Die 3 Staatsstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Erosäische Allianz aufs Neue. Aber hätten wir damals das Projekt Meteor vorausgeahnt? Welch ein Fiebertraum eines kranken Geistes. Wer würde auf die Idee verfallen, einen Mond auf Erosea zu schleudern, um die Welt zu reinigen? Wir versuchten, den herabstürzenden Dalamond aufzuhalten und sammelten all unsere Kräfte an dem einzigen Ort, von dem aus das möglich war, auf der Châteauneuer Heide. Doch von dort mussten wir erst Niall von Darnos Legion verdrängen. Es entbrannt ein Kampf, der uns heute als die Schlacht von Châteauneau in schmerzhafter Erinnerung ist. Wir alle kämpften mit unvergleichlichem Mut und unzähligen Abenteuern wie du riskierten ihr Leben, doch das brachte uns nicht die Rettung. Aus Dalamund brachte Primae Bahamut hervor und legte alles in Schutt und Asche. Wer, frage ich dich, hätte so etwas jemals für möglich gehalten, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Der weiß nicht, was der Legion verging, siebte der Legion, erging es nicht besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein und das Land stand in Flammen. Noch nie zuvor hatte ich eine derartige Verwüstung mit angesehen. Es war unbeschreiblich. Den 12 sei Dank, dass einige von uns vor dem sicheren scheinbaren Tod gerettet wurden. Ich selbst hatte nicht mehr zu hoffen gewagt, lebend aus dieser Hölle hervorzugehen. Doch plötzlich war ich in ein wunderbares, blendend helles Licht gehüllt. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwellende Land entstellt von dem Inferno. Hätte der weiße Louisois überlebt, der Anführer der Exegeten, so wüssten wir, was damals wirklich geschah. Doch er ist nicht mehr bei uns. Und so blieben wir zurück. Das geschundene Land unserer Zerstörung Existenzen, alles vernichtet und wüst. Mit Mühe rafften wir uns auf, unser Land neu aufzubauen und zu ordnen und verloren darüber alle anderen Gefahren aus dem Blick. Die Primaea, ja, die wilden Stämme beschwören ihre Gottheiten wieder. Mit ihnen hat jeder der Staatsstaaten zu kämpfen und wenn wir ihnen nicht rechtzeitig Einhalt gebieten, werden wir zu schwach sein für die große Konfrontation, die noch vor uns liegt. Denn Erosea befindet sich im Krieg mit Garlemald. Das dürfen wir niemals vergessen. Was möglich ist und was unmöglich, das liegt letztlich bei uns. Wir müssen uns stärken für die schlimme Zeit und den Zusammenhalt festigen. Die Gedenkfeier, die Admiral Melvip vorschlägt, ist ein guter Weg. Es sei. Bring Admiral Velrit die folgende Botschaft. Gridania wird eine Feier für die Gefallenen abhalten und du sollst dabei auch eine Funktion übernehmen. Ich werde den Admiral durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen. Du wirst nun nach Ulda reisen, nehme ich an. Dann bestelle Rauban auch von mir die besten Grüße und sage ihm, dass der dunkle Wolf zum Sprung ansetzt und ich seinen Rat zum Zähmen von wilden Tieren sehr zu schätzen wusste. Merk dir das Wort für Wort. Und dir danke ich für deine zuverlässigen Dienste. Mir scheint, Admiral Melvip hat mit dir die richtige Wahl getroffen.
Alles klar. Wir müssen nach Neugridanien zurück, also rüber. Ich denke auf den Eternitplatz. Und rüber dann nach Ulda. Hier werden wir uns dann ein anderes Mal ein bisschen umsehen. Es hätten hier noch, eben noch die Berufe. Also warte mal. Zimmerer und Gärtner ist da. Gerber, glaube ich, auch. Aber das werden wir jetzt nicht heute machen. Sondern wir machen unseren Weg nach Ulda. Da bist du. Herzlich willkommen am Luftschifflandeplatz. Hier ist der Schalter für Linienschiffe nach Ulda. Ihr wollt nach Ulda, ist das richtig? Dann könnt ihr euch schon zum Einsteigen bereit machen. Okay. So. Hier runter. Ja. Ob die uns ja auch alle winken? Ulda. Hallo Häschen. Du musst die Gesandte aus Gridania sein. Willkommen in der Perle der Wüste. Ich hoffe, der Flug war angenehm. General Rauban erwartet dich bereits. Das ist schön. Du musst die Botin aus Limsa-Lominsa sein. Wir wurden bereits in Kenntnis gesetzt. General Rauban erwartet dich. Wenn du dich bitte mit dem Lift zur Ebene der Redner begeben würdest. Ah, das wird jetzt ja hier auch so wahnsinnig lustig für mich. Jetzt muss ich wieder gucken. Wo war denn der blöde Lift? Ehrenwache. Komm ich da hin? Ich bin sicher wieder falsch. Hier. Ich mag das Mehrstöckige nicht. Ebene der Redner sollen wir hin. Wir werden da gleich wieder verschwinden. Das ist ja noch schlimmer als in Limsa. Jedenfalls für mich. So, jetzt gehen wir hier Eternit. Bitteschön. Ich hoffe, ich finde das jetzt auch auf Anhieb. Es sollte zwar hier. Oder? Hallo? Oh, aber schönen Teppich. Du bringst Botschaft aus Limsa Lominsa. Darf ich bitte einen Beweis für diese Behauptung sehen? Natürlich. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Das offizielle Siegel von Limsa Lominsa. Dann geh bitte weiter zum General. Ach, die Abgesandte aus Limsa.
siehst ja halbwegs ehrenhaft aus für eine Piratin. Du musst eine fähige Frau sein, wenn Admiral Merlweb dir vertraut. Willkommen im Sultanat Uldar. Ich bin Rauban Aldin, Anführer der Legion der Unsterblichen. Also sprich, was führt dich hierher? Eine Gedenkfeier also. Du weißt, wie es zwischen Erosea und dem Galäischen Reich steht? Kane Senna hat dir gesagt, dass es schlimm aussieht. Damit kann sie ja wohl nicht Uldar gemeint haben. Obwohl es tatsächlich etwas eng werden kann. Und schöne Grüße sollst du mir bestellen und meinen Rat zum dunklen Wolf einholen? Wenn das nicht bedeutet... Puh, es gibt da ein paar Dinge, die du über die Galea wissen solltest. Vor 50 Jahren war diese Bastarde noch völlig unbedeutend. Ein Volksstamm unter vielen, der im Norden ohne besondere Errungenschaften dahin lebte. Dann ließ eine Verirrung des Schicksals sie auf die Magitech-Technologie stoßen. In kürzester Zeit verlieh ihnen das neu erworbene Wissen überragende Macht und dann gab es kein Halten mehr. Sie fielen mit ihren Maschinen in Erosea ein und überrannten Almigo. Das Kaiserreich ist übrigens noch gar nicht alt und vor dem derzeit regierenden Kaiser war es eine Republik. Und momentan ist die Lage gespannt, weil der Kaiser schon über 80 ist. Alles wartet auf einen deftigen Nachfolgerstreit. Er ist ein begnadeter Anführer seines Volkes und wenn der Falsche an die Macht kommt, ist der Zusammenhalt des gesamten Reichs in Gefahr. Deshalb verhält sich das Kaiserreich in letzter Zeit auch so ruhig. Die haben auch intern einiges zu bewältigen. Uns wäre es natürlich recht, wenn sich die Galea einfach selbst aushebeln würden. Dann können wir den Frieden die letzten Wiederaufbauarbeiten nach der Katastrophe leisten. Aber so einfach wie die Sache wird die Sache wohl nicht werden. Die Legion setzt schon die Messer, wetzt schon die Messer, blutdürstig wie eh und je. Legatus Gaius und Balaselar führt die Truppen, eine wahre Geisel Eroseas. Wenn wir die Konfrontation nur noch etwas hinausschieben könnten. Es ist ja nicht nur der Wiederaufbau, der unsere Kräfte bindet. Wir haben auch mit den Primaea zu kämpfen, diesen unberechenbaren Götzen, die sich die wiedererstärkten wilden Stämme herbeischwören. In dieser Hinsicht sind wir sogar in derselben Lage wie die Galear, denen sich die Primaea genauso ein Dorn im Auge. Nur haben die Galear ein Auge mehr als wir. Den Wolf zähmen, was? Die Staatsherrin zögert, wieder mal die Dinge beim Namen zu nennen. Dann ist wohl die Zeit bald gekommen, da wir uns den Galear entgegenstellen müssen. Sobald Bewegung in die Legion kommt, ist das Primärproblem erstmal zweitrangig. Melvip hat vielleicht gar nicht Unrecht. Eine Zeremonie wie diese Gedenkfeier könnte den Zusammenhalt stärken und die Leute daran erinnern, dass unser Kampf noch keineswegs ausgestanden ist und dass die Nachwelt Heldenmut gebührend zu würdigen weiß. Was soll ich der Sultana und dem Skorpiokreis also sagen? Nichts. Nanamo müsste im Palast sein. Ich werde ihr persönlich berichten. Jawohl. Und der Staatsherrin werde ich meine Ansicht zum Umgang mit Wölfen schreiben. Dir, Abenteurerin, vielen Dank. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Abschließen! Du hast nun Zugang zu den Linienflugschiffen, die zwischen den drei Stadtstaaten verkehren. Für eine bestimmte Gebühr kannst du vom Luftschiff-Landeplatz der jeweiligen Stadt aus an Bord gehen. Juhu! Errungenschaft freigespielt! Lalalala. Sehr schön! Cool! Was es da als nächstes auf uns zukommt,
Das seht ihr in der nächsten Folge von Final Fantasy. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mitspielen wollt, meldet euch bitte gerne bei mir im Discord. Wir spielen auf dem EU-Server Odin. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.